Hallo, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Mein Vormittag heute war ein besonderer Vormittag. Ich habe nämlich heute gearbeitet in meiner therapeutischen Praxis und ich habe eine Einzelaufstellung gemacht mit einer Klientin, die ein Thema von sich bearbeitet hat, das sehr schmerzhaft war und viel Mut brauchte, um sich dem zu widmen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Einzelaufstellungen gehört habt. Ihr kennt sicher, die meisten kennen ja Gruppenaufstellungen, systemische Aufstellungen. Aber es geht auch, jetzt in Corona-Zeiten gehen ja die Gruppenaufstellungen gar nicht, es geht auch, dass eine Einzelperson verschiedene innere Anteile von sich in einem Raum aufstellt und sich jeweils in die bestimmten Positionen begibt, um zu erleben, was dann dort gefühlt, gesagt, gedacht wird. In diesem Falle ging es zum Beispiel unter anderem um die Beziehung zur Mutter. Und das haben wir dann so gemacht. Wir haben mit dem Horoskop gearbeitet. Die Mutter wird im Horoskop durch den Mond symbolisiert. Und sie selbst fand sich wieder in der Sonne. Und wir haben das dann so gemacht, dass sie jeweils in die Position des Mondes ging und dann als Mutter gesprochen hat, so wie sie sich das als Kind erinnert hat, was die Mutter immer so gesagt hat und wie sie sich verhalten hat. Und dann ging sie zurück in ihre Sonnenposition als Kind und hat sich da auch gefühlt wie ein kleines Kind, was beschimpft oder bejammert oder vereinnahmt wird. Und konnte dann spüren, wie das war. Also es war nochmal quasi nochmal schmerzhaft eine Konfrontation mit der Vergangenheit. Es ging jetzt nicht darum, Gerechtigkeit oder sowas zu erleben, sondern zu gucken, was ist von der damaligen Vergangenheit noch immer so bestimmend im Leben, dass immer noch das Gefühl da ist, ich kann im Kontakt mit einem anderen Menschen mich nicht durchsetzen. Ja, also da waren solche Teile. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, auch um die Klientin zu schützen. Aber es geht bei Aufstellungen auch darum, wenn wir lösungsorientiert arbeiten, dass wir erstmal den Konflikt nochmal komplett fühlen und dann etwas ändern. Also in diesem Falle ging es ganz klar darum, für sich selbst Partei zu ergreifen und nicht das Du zu befriedigen. Ja, es war ein falsches Verständnis auch, das in der ganzen Kindheit konstruiert worden ist. Also das war ihr Programm. Das falsche Verständnis war, ich bin nicht wichtig, ich muss für jemand anders da sein. Also der andere ist wichtiger als ich. Und die Auflösung war genau das Gegenteil. Es war ein wunderschöner Vormittag. Wir konnten einen Knoten lösen und was jetzt in der nächsten Zeit passiert, das ist jetzt die Frage, wie wird diese neue Erkenntnis im Leben täglich geübt? Also jetzt geht es darum, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder zu sagen, das will ich nicht und auch im Du in die Konfrontation zu gehen. Ja, so viel für heute. Wir haben mit dem Horoskop gearbeitet, wie ich sagte. Man kann auch die Aufstellungen ohne Horoskop machen. In diesem Fall hat sich es angeboten, weil es eine Kollegin ist, die auch Astrologin ist und sich natürlich auch auskennt mit den Planeten und ihren Bedeutungen. Und ja, man kann auch einfach zum Beispiel innere Anteile aufstellen. Ich kann den Helden in mir aufstellen. Ich kann die Angst aufstellen. Ich kann den Diktator in mir aufstellen und so weiter. Also Aufstellung ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, weil es ein tolles Medium ist, wo wir immer wieder den Kopf überlisten können. Das ist wichtig, weil keine Therapie geht mit dem Kopf allein und mit der Kontrolle allein. Wir müssen in viel tiefere Schichten kommen, um wirklich an die Ursachen hinein zu fühlen, die Ursachen zu spüren und in dieser tiefen Schicht die Veränderung herbeizuführen. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent noch. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.